Was hast du getan? Das gegen ihren Willen Experimente an Patienten durchgeführt. Ihr wäre versehen verstümmelt. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Also das Gesicht verliert auch noch das letzte bisschen Farbe. Wie ist das möglich, dass du... Es musste getan werden. Edelmo und die anderen, sie haben mir alles genommen. Alles, wo ich so kurz vor dem Ziel stand. Ich musste es wissen. Ich musste wissen, wo ich gescheitert war und warum. Überleg doch, was ein Erfolg bedeutet hätte. Ich hatte einen Weg gefunden, all diese Hohlgeburten in so etwas wie einen echten Menschen mit echter Persönlichkeit zu verwandeln. Und mit einigen Fürsprechern und noch einigen Jahren der Forschung, wer weiß, niemand ist der Lösung des Vermächtnisses je so nahe gekommen. Deswegen muss ich meine Arbeit fortsetzen. Deswegen muss ich alles riskieren, indem ich hier im Geheimen arbeite. Deswegen musst du für mich Edelmoor anlügen. Sag ihm, du konntest jeden Verdacht abräumen. Wir werden sehen. Don't hold everyone accountable for my mistakes. Ich vertraue darauf, dass du tust, was für den Dürrwald richtig ist. Mach nicht alle für meinen Fehler verantwortlich. Du vertraust deinen Jagd einem tollwütigen Köter an. Der Mann hat wenig Respekt vor seinen Versuchspersonen. Das sagt nichts Gutes über seine Hingabe an die Wissenschaft. Nein, tut es auch nicht. Vor allem, weil er keiner Lösung nahe war. Er wurde ja verarscht von... Es wird eine Weile brauchen, bis diese Dinge hier sich beruhigen. Mhm. Erstmal werden hier ja alle abgeschlachtet, so wie es aussieht. Ja, die Wichte sind ja freigekommen. Der bei sich. Goldsuhl, 3 Stück. Da war aber einer reich. Noch mehr Wichte. Das sind wohl die Wärter hier. Ah, da ist noch ein Fleischkonstrukt. So, und hier waren Wichte drin. Sogar eine Kiste mit, ja, okay, einem Jagdbogen, aber Goldduck. Die sperren Wichte mit Geld ein, auch gut. Wie kommt man eigentlich... Oh, da gibt es auch noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber nein, klauen tun wir nicht. Wir können aber mal gucken, ob hier was versteckt ist. Nee, scheinbar nicht. Sind hier die Leute außerhalb noch am Leben? Oder wenigstens geflüchtet? Der Oberwärter muss erfahren, was hier unten vor sich geht. Ich verschwinde von hier. Es ist hier unten nicht mehr sicher.
Tja, dann können wir jetzt dem Oberwärter berichten, was hier abgegangen ist. Ja, jetzt können wir wieder auf mein Lager, kann ich wieder auf mein Lager zugreifen. Ja, was um alles in der Welt ist da unten passiert? Du hattest nur die Erlaubnis, Fragen zu stellen. Ich hatte die Lage unter Kontrolle, bis ich den Spion des kleinen Schlüssels getötet habe, woraufhin er ein Fleischkonstrukt beseelte. Ja. Es ist kompliziert. Ein Patient Uskrim, also ich habe ja niemanden getötet, ein Patient Uskrim arbeitete für den bleiernen Schlüssel, allerdings ohne es zu wissen. Also wurde von einem Patienten beeinflusst, doch dieser war dabei nicht er selbst. Du beendest deine Erklärung und Edelmoor bricht sein Schweigen. Ich habe Berichte gelesen von Menschen, die zu dem fähig sind, was du beschreibst. Es gibt nur sehr wenige dieser Berichte, sie sind allesamt kurz und niemals verlässlich. Manche glauben sogar, sie alle würden ein und dieselbe Person beschreiben. Soll sich eine solche Person hier unter uns befinden und unseren Niedergang planen? Ach, ich hätte doch wieder ein, hätte ich doch wieder einen Körper, um in dieser Zeit dann nur wirklich von Nutzen sein zu können. Ich fürchte mich vor der Zukunft. Ich bin dir dankbar, dass du die Bedrohung beseitigen konntest, ehe unschuldige Leben gefordert wurden. Es hat nicht viel zu einem weiteren Skandal gefehlt. Was ist mit Asu? Vielleicht ha welche Rolle haben seine Experimente in dieser Katastrophe gespielt? Asu hat versucht, dem Patienten zu helfen. Der bleierne Schlüssel hat ihn ausgenutzt. Der bleierne Schlüssel hätte auch ohne Asu einen Weg gefunden, sich in die Belange des Sanatoriums einzumischen. Wäre ich nicht gewesen, hätten Asus Experimente letztendlich zu einem weiteren Skandal geführt. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich glaube, der bleierne Schlüssel hätte es auch ohne Asu geschafft. Deine Halbantwort lässt auf Befangenheit schließen, aber sie lässt auch vermuten, dass ich keine bessere Antwort von dir erwarten kann. Kettmann wird hier bleiben, aber er wird überwacht werden. Und unter keinen Umständen wird er Zugang zu irgendwelcher Ausrüstung haben. Hab ich ein Autosave? Ja, ich habe hier ein Autosave. Was ist, wenn ich sage, dass er ausgenutzt wurde? Ich will mal sehen, was passiert. Vor allem, weil ich mir hier der Antwort selber nicht so wirklich schlüssig war. Absolutely. Ja, das kennen wir. Also hat versucht, dem Patienten zu helfen. Der bleierne Schlüssel hat ihn ausgenutzt. Ich hätte ihn nie isolieren dürfen. Ich hätte wissen müssen, dass er zu einer Täuschung greift. Am klügsten wäre es ihm, seine Experimente zu gestatten. Eng überwacht natürlich. Einem Verstand wie dem seinen muss man die Freiheit geben, zu erschaffen. Ja, das ist wahrscheinlich besser als ihn. So einzusperren. Gut, damit haben wir hier alles abgeschlossen. Können wir jetzt nach draußen? Ich weiß gar nicht, kriegen wir jetzt schon unseren freundschaftlichen Besuch? Ja, kriegen wir. Hail Traveler! Ja, Dunold-Straßenbote. Verzeihung, ich habe eine Nachricht für euch. Ihr werdet zum Haus Hadrid gebeten, wo Lady Web euch so bald wie möglich erwartet. In dieser Gegend kann man nichts tun, ohne dass Lady Web davon weiß. Zumindest höre ich das immer wieder. Es scheint zu stimmen. Erzähl mir von Lady Web. Ihr kennt Lady Web nicht. Sie ist, naja, eigentlich hat sie seit sehr langer Zeit niemand mehr wirklich gesehen. Aber sie ist die Leiterin der Dunold-Straße. Und ist es auch so lange, wie sich auch nur irgendjemand daran erinnern kann. Er hält inne und beobachtet misstrauisch die Passanten. Leise fährt er fort. Sie soll alt sein, älter als sonst irgendjemand, und sie verlässt niemals ihr Zimmer. Manche sagen, sie sei ganz verwelkt und nur noch ein Haufen Knochen, der durch dunkle Magie am Leben gehalten wird. Sie ist immer noch sehr aktiv, soweit man weiß. Sie findet Dinge heraus und beschützt uns. Und man sagt, sie ziehe auch hinter dem Thron die Feen. Ein ganzer Ring von Medien folgt ihren Befehlen und hält sie ständig auf dem Laufenden. Wenn man in diesem Land etwas anstellt, bittet man nicht die Götter um Vergebung, sondern besser erst Lady Web. Was ist die Dunrittstraße?
Ein ganzes Netz aus Medien, das vom Haus Hadrett aus geführt wird. Sie hütet den Frieden, aber sie möchten nicht, dass man sie dabei bemerkt. In dieser Stadt verschwinden Probleme meistens irgendwann von alleine und man kann sich dann schon denken, warum. Wo finde ich Haus Hadrett? Gleich dort drüben, meine Dame, an der südwestlichen Ecke von Farnheim. Ihr findet die Lady im oberen Stockwerk. Woher wusstest du, wo du mich findest? Naja, es ist Lady Webb. Sie weiß alles. Der Einsiedler von Haus Hadrett. Ich wurde von Lady Webb in die Dunrödstraße berufen. Eine öffentlichkeitsscheuen Frau, die mehr über mich zu wissen scheint, als ich über sie. Ich wurde in das Haus Hadrett in Farnheim bestellt, um Lady Webb zu treffen. Dann gehen wir doch mal Lady Webb Hallo sagen. Ältere Robenträger, als du dich der Erscheinung näherst, wirst du plötzlich von einem mächtigen Angstgefühl überwältigt, das dir wie ein Stein im Magen liegt. Das Gefühl ist ziemlich surreal und gleicht eher der Erinnerung an ein Gefühl, verdreht dir aber trotzdem die Eingeweide. Die Stirn der Erscheinung ist eingespannt und sie hat einen besorgten Gesichtsausdruck. The other missionaries say you have been neglectful of your duties. Die anderen Missionare sagen, du hast deine Pflichten nur nachlässig ausgeführt. Dass du deine Pflichten nur nachlässig ausgeführt hast. Ich habe an etwas anderes gedacht. Die Erscheinung gibt ihre Augenbrauen. And what troubles you? Ach, und das beunruhigt dich. Der Schmerz in deinem Magen wird stärker und einen Augenblick glaubst du, dich übergeben zu müssen. Dein Mund ist trocken geworden. Vergeben Sie mir, Eminenz, aber ich möchte den Orden verlassen. Der Mann faltet seine Finger zusammen und presst sie dann gedankenverloren an seinen Mund. You have been an apt student, and your convictions have inspired those around you. May I ask, what has changed to make you feel this way? Du warst begabt im Lernen und deine Überzeugungen haben jene um dich inspiriert. Darf ich fragen, was sich verändert hat, dass du dich so fühlen lässt? Die Leute, die wir konvertieren wollten, sie haben unaussprechliche Taten begangen, Opfer, Verstümmelung. Meine Familie hat meinen neuen Glauben nicht gut aufgenommen, sie spricht nicht mehr mit mir. Ich habe etwas Unverzeihliches getan. Bei meiner letzten Mission wurden wir angegriffen. Ja, die Leute, die wir konvertieren wollten. Die Erscheinung atmet langsam aus und presst die Lippen zusammen. Ihre Augen sind voller Wohlwollen. Sie legt ihr eine Hand auf die Schulter. These are the ways of the heathen world. Das sind die Wege der heidnischen Welt. Sicherlich würde den Göttern etwas Besseres einfallen, als uns alle zu vernichten und von Neuem zu beginnen. Perhaps they would. It may come to that one day. This is why we must not fail. The heathens are beyond the gods' reach. They do not know better. We are tasked with delivering them to the gods, so that the gods may heal their souls. Der Mann kichert freudlos. Vielleicht würden sie das. Eines Tages könnte es dazu kommen. Und deswegen dürfen wir nicht scheitern. Die Götter können die Heiden nicht erreichen, denn sie wissen es nicht besser. Unsere Aufgabe ist es, sie den Göttern zuzuführen, damit die Götter ihre Seelen heilen können. Ist so etwas möglich? I have seen it with my own eyes. You will see it too, if you choose to remain. Der Geist lächelt müde. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Auch du wirst es sehen, wenn du dich zum Verweilen entscheidest. There is no greater calling than the one we have chosen. Neither words, nor wealth, nor battle will end this suffering. Only the gods. Will you give them that chance? Es gibt keine größere Berufung als die, die wir erwähnt haben. Dieses Leiden werden keine Worte, kein Reichtum, keine Schlacht beenden. Nur die Götter. Wirst du ihnen diese Chance geben? Der Knoten in deinem Magen scheint sich urplötzlich zu lösen und das Angstgefühl wird von etwas komplett Gegensätzlichem ersetzt. Bei etwas Warm und Beruhigendem. Und es ist etwas, von dem du weißt, dass du es niemals zurückzahlen können wirst. Als die Vision verblasst, wirst du dir der vielen merkwürdigen Blicke bewusst, die auf dich gerichtet sind. Deine letzte Antwort heilt in deinem Verstand wieder. Das werde ich. Gut, gehen wir mal ins Haus rein. Noch. Und ins erste Stockwerk und dann speichern wir dort erstmal, bevor wir mit Lady Webb reden. So. Das heißt, wir speichern hier. Das wäre jetzt 12.
Speichern. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Bis gleich.